Hey Leute, ich bin's mal wieder, HeroGamerTV. Ich wollte euch mal zeigen, wie man diese Maus an dieses Handy anschließt. Ich hol mal das Handy raus. Okay, das Handy ist draußen, aber ich kann ja da den hier noch nicht anschließen. Geh rein, geh rein, geh rein! Will ich reingehen? Hier seht ihr die beiden Sticks. Den da brauche ich. Ich brauche nur den. Okay. Den da kann ich mal hier reinmachen. Gleich noch. Es gibt mal kurz einen Cut, dann ist er drin. Okay, Leute, der ist drin, aber das wird nicht funktionieren. Ah, es gibt doch das Teil. Okay, ich jetzt mal reinzumachen. Ich muss auch falsch rein hier. Ah, doch, das war richtig. Ja, ich muss nur fester drücken. Hier. Er ist jetzt drin. Ihr seht hier die Maus da drauf. Hier. Ich spiele mal zu Agario. Zum Beispiel. Wartet mal kurz. Dass man es besser erkennt. Jetzt kann man abhauen. Ich lasse mich erfressen. Dann das hier kann man auch mit dem Rad, das muss jetzt mal verschwinden, dass ich euch das hängt. Ja, das sieht dann so raus. Diese kann ich nicht. Ah doch, das geht manchmal. Eine Tastatur kann man auch dran schließen, genauso. Da könnt ihr lange Texte auf dem Handy, Tablet, holen. Ich hole mal das Ding raus. Das Ding gibt es für das Samsung Galaxy S7 Edge und S8 und noch ein paar Samsungs, aber ja. Wenn man das in vorherigen Modell nicht hat, ja, kann man das bei Amazon oder eBay oder in einem Technikladen kaufen. Hier kommt das Ding rein. Ja, das ist hier das Stick. Ja, Leute, mit dem Teil kann man nicht nur sowas machen. Eigentlich ist er dafür für sowas gemacht. Warte mal. Das macht man hier rein. Warte, man gibt kurz einen Cut. Jetzt bin ich hier. Da macht man den USB-Stick hier rein. Jetzt da drin. Ja, und das in einem Handy, das ist ja natürlich von dem. Das Ladegerät, das passt nicht in alle Handys rein. Aber ja, wenn man ein anderes nimmt, das in das alte Handy reinpasst, das kann man reinmachen in die Daten. Hier ist zum Beispiel, mache ich mal so. Das ist zum Beispiel das alte Handy. Ich mache das mal hier rein. Das geht auch rein. Dann überträgt er die Daten. Wie man das einstellt, kann ich auch ohne Handy zeigen. Also unten mal. Ich mache mal kurz einen Cut. Okay, ja. Ich habe mal wieder das neue.
Maus reingemacht. Ich gebe mal mein Passwort rein. Warte mal. Auf den Fingerabdruck. Passwort. Hier zum Beispiel. USB. Kennt man nicht. Jetzt hat er auch das gibt immer noch ja, kapiert. Leute. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Sagt mir bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nochmal Handy-Tutorials wollt oder was nicht wisst, sagt mir Bescheid. Vielleicht weiß ich es, kann ich das erklären. Also ja, Leute. Bis zum nächsten Mal und bye.